Nominiert für den WTT Young Leader Award 2018 in Marktforschung sind Team Biofonds. Welche Bedürfnisse haben Equinafonds-Konsumenten in Slowenien, Großbritannien, Kanada, den Niederlanden und der Schweiz? Die Biofonds AG in Rockwil entwickelt und produziert Arzneimittel, Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel aus Frischpflanzen und vertreibt diese international. Biofonds AG hat uns der Projektgruppe den Auftrag gegeben, zum Kundenbedürfnis für ein neues Produkt zu analysieren und das in vielen verschiedenen Märkten. Die wissenschaftliche Substanz in diesem Projekt ist sicherlich, dass der Kunde Best Practices in der Marktforschung erfahren hat. Die Ergebnisse aus dem Praxisprojekt bilden eine wichtige Grundlage für die Marketingaspekte für die Produktentwicklung. Besonders stark unserer Leistung ist, dass man quantitative und auch qualitative Interviews in 5 verschiedenen Ländern durchgeführt hat, was sehr anspruchsvoll ist. Mit Lucien Mühlebach, Projektleiter. Yunting Chu. Vicada Namontre. Ryan Bukovic, Alessio Scheivilla, Raphael Stein, Altina Fetoschi, Team Romberg Schmuck. Wer kennt, wer mag, wer kauft Romberg Schmuck? Und das immer wieder? Die Romberg Schmuck AG gehört mit rund 40 Filialen und einem Onlineshop zu den erfolgreichsten Schmuckunternehmen der Schweiz und ist über die Grenzen hinaus bekannt. In unserem Praxisprojekt ist es darum gegangen, die einzelnen Berührungspunkte, die der Kunde mit unserem Auftraggeber, der Firma Romberg Schmuck AG, hat, genauer zu untersuchen und daraus konkretes Verbesserungspotenzial abzuleiten. Die wissenschaftliche Leistung in diesem Projekt war, dass die Studenten die verschiedenen Modelle zur Customer Journey genommen haben und ein eigenes Modell speziell für Romberg Schmuck AG entwickelt haben. Sie waren sehr strukturiert, sie haben sich schnell gefunden als Team mit der entsprechenden Rollenverteilung und es war sehr, sehr professionell und effizient und hat viel Spaß gemacht, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wenn man den Award würde gewinnen, wäre ein gelungener Abschluss von unserem Praxisprojekt und eine angenehme Belohnung für unsere harte Arbeit. Mit Thomas Schöb, Projektleiter. Bernhard Oberholzer. Mauritius Berchtel. Manuel Baumann, Stefan Roderer, Tenzin Zeten, De Keihangsa, Team ThyssenKrupp Materials. Welche Medizinaltechnikfirmen in der Schweiz und Süddeutschland brauchen hochwertige Stahllegierungen? Die ThyssenKrupp Materials Schweiz AG in Wiel bietet als Teil des ThyssenKrupp-Konzerns hochwertige Produkte an, wie Grund- und Qualitätsstahl, Edelstahl, Nicht-Eisenmetalle und Sonderwerkstoffe. Unser Projekt geht um eine Marktforschung für ThyssenKrupp Materials Schweiz im Medizinaltechnikbereich, vor allem im Operationswerkzeug- und Implantatebereich für Süddeutschland und Schweiz. Eine ganz große Herausforderung ist immer wieder, dass sich die Studierenden so extrem kurzfristig in eine solche technische Materie wie für ThyssenKrupp Materials einarbeiten. Die Resultate bedeuten für uns als ThyssenKrupp sehr viel. Es bestätigt uns in der Strategie und diesen Weg verfolgen wir jetzt genau. In 10 Jahren werde ich und die Projektgruppe uns bestimmt daran erinnern, wie wir mit einer großen Hartnäckigkeit und mit einem großen Elan an die Marktforschung rangegangen sind und sich auch die Kunden darüber gewundert haben. Mit Lorena Schneeberger, Projektleiterin, Chantal Zwicker, Christina Marianovic, Christian Katzin, Olivier Kunz, Remo Bullhalder. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Appenzell-Ausserrhoden gratuliert als Kategoriensponsor des WTT Young Leader Award in Marktforschung den nominierten Teams und ist nun gespannt auf das Juryurteil.